Ich habe mein ganzes Leben im Theater verbracht, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Ich bin vor 21 Jahren nach Halle gekommen für eine Spielzeit und das ist daraus geworden, ja. Wir als Tänzer fangen jeden Tag früh um 10 Uhr an zu trainieren. Das dauert in der Regel zwischen 1 Stunde 15, 1 Stunde 30. Danach gibt es eine kleine Rauchpause und dann geht es weiter bis 14 Uhr mit Probieren, mit Üben. Da gibt es eine gesetzliche Pause für 4 Stunden und danach ab 18 bis 21 oder halt ab 19:30 bis die Vorstellung zu Ende ist. Also die Tänzer trainieren und üben jeden Tag 7 Stunden. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich fange früher an als die Tänzer. Ich bin meistens zwischen 8 und 9 Uhr schon in meinem Büro, um den ganzen Tag vorzubereiten. 14 Uhr fange ich wieder an, das zu machen, was ich in den 4 Stunden nicht machen konnte, wo ich mit den Tänzern zusammen war. Ja, dann bin ich schon gegen 22 Uhr hier raus, wenn ich Glück habe. Ja. Ich habe Theater immer geliebt und ich sehe das nicht als eine wirkliche Arbeit. Es ist sehr viel Arbeit. Es ist sehr viel Arbeit, aber es ist anders. Für mich war jeder Abend auf der Bühne ein Erlebnis. Das ist nicht mit nichts anderem zu ersetzen. Ich habe dieses Privileg zu sagen, dass ich mich freue, dass ich arbeiten gehe. Das ist mein Leben. Bis jetzt.